Hallo, ich bin Bernd Benecke, der Hörfilmredakteur des Bayerischen Rundfunks und im Fall von Play auch der Sprecher der Audiodeskription hier in Avalonia. Und ich freue mich ganz, ganz riesig über diese Bronzestatue hier. Das ist eine Adele. Das ist die Adele, der Hörfilmpreis 2020 für die Audiodeskription von Play. Vielen, vielen Dank an die Jury für diesen schönen Preis. Vielen Dank aber natürlich auch an alle Darstellerinnen, alle Darsteller und das gesamte Team von Play für diesen tollen, tollen Film. Hüter Bernd hält die Adele schützend vor sich. Und natürlich vielen Dank auch an alle, die an dieser Audiodeskription mitgewirkt haben. Und das sind sie. Ja, hallo, mein Name ist Anke Nicolai und ich gehöre zu dem Audiodeskriptionsteam zusammen mit Frank Höhle und Roswitha Röding. Und wir haben zu dem Film Play die Audiodeskription zusammen geschrieben. Elbin Anke schießt einen Pfeil, viele Pfeile schlagen rund um den Hüter ein. Einer trifft die Adele. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir für diesen Film beziehungsweise auch für diese Audiodeskription ausgezeichnet wurden. Ich danke vielmals der Jury und auch dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Die Elbin rammt ihren Pfeil vor sich in den Boden. Hallo, ich bin Frank Höhle, einer der drei Autoren für den Film, für die Audiodeskription des Films Play. Freue mich riesig über den Preis, den Hörfilmpreis 2020, dieses Jahr in Rosa. Und danke auch der Jury. Und natürlich meinen zwei tollen Mitarbeiterinnen, Anke und Roswitha. Mein Name ist Roswitha Röding. Als blinde Autorin habe ich gemeinsam mit Anke Nicolai und Frank Höhle im Dreierteam die Audiodeskription für den Film Play erarbeitet. Ich freue mich über die Auszeichnung in Form der Adele-Skulptur und bedanke mich beim Team für die gute und kreative Zusammenarbeit. Hallo, ich bin die Katja Schild, eine von den vielen Sprecherinnen des Bayerischen Rundfunks, die immer wieder Audiodeskriptionen sprechen darf. Magierin Katja tanzt und bewegt einen Zauberstab. Er hinterlässt eine Spur in der Luft. Kurz blitzt es. Ich freue mich sehr, bei diesem Film Play mit dabei gewesen zu sein. Ein sehr bewegender Film für mich und auch in unserem tollen Team, in dem ich immer sehr, sehr gerne arbeite. Ich sage vielen Dank denen, die den Film ausgewählt haben und vielen Dank auch unseren langjährigen Hörern. In dem Sinne auch liebe Grüße mal in die Richtung. Merci. Krieger Christoph schwingt sein Schwert. Die Magierin hält mit dem Zauberstab dagegen. Sie lacht. Hallo, mein Name ist Christoph Niedermeyer. Ich bin der Audiomischer von der Audiodeskription von Play und ich bin auch sehr stolz, die Adele gewonnen zu haben. Deswegen geht mein erster Dank an die Jury natürlich, die diese wunderbare Audiodeskription ausgezeichnet haben. Dann geht der nächste Dank an das AD-Team hier in Freimann, an den Ernst und an den Elmar Dosch. Der Krieger hebt sein Schwert. Auch danken möchte ich dem Sascha Schulze, das ist ein blinder Redakteur, der daheim ist daheim, das ist die Bayerische Daily, hier betreut. Und da habe ich ganz viel über die Audiodeskription gelernt. Und dann nehme ich den Preis auch stellvertretend für die anderen Tonmischer in der Audiodeskription entgegen. Und zwar ist das der Herbert Glaser, der Michael Heumann und der Florian Mayhöfer. Vielen Dank. Hallo, ich bin Emma Bading. Ich habe die Jennifer bei Play gespielt. Und ich will mich an dieser Stelle recht herzlich bei der Jury bedanken vom Deutschen Hörfilmpreis für diesen tollen, dass wir gewonnen haben. Und natürlich bei unserem AD-Team, was diesen Film erst auf einer ganz anderen Ebene erfahrbar gemacht hat. Und ehrlich gesagt kannte ich diesen Preis vorher gar nicht und habe erst letztens Plays erste Mal, beziehungsweise einen Ausschnitt davon, das erste Mal nur gehört. Und es kam auf einmal gar nicht mehr auf die Bilder an, sondern es war irgendwie wirklich einfach ein Erlebnis auf einer ganz anderen Ebene. Und ich finde das ganz inspirierend und ganz spannend. Also vielen, vielen Dank für diesen tollen Preis. Die Magierin bewegt zwei Zauberstäbe. Sie leuchten in der Dunkelheit. Hallo, mein Name ist Cornelius Konrad. Ich freue mich riesig über diesen wahnsinnig tollen Preis für die Kollegen vom BR, die die AD-Fassung gemacht haben. Ich bin nur der Fernsehredakteur, aber dieser Preis ist für die wahnsinnigen Kollegen, die immer wieder tolle Arbeit abliefern und in diesem Fall wirklich ein unglaublich tolles Ergebnis abliefern.
gemacht haben. Große Freude aus München und ich gebe ab an den Regisseur des Films. Ja, große Freude auf meiner Seite und wirklich herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Auszeichnung für Ihre tolle Arbeit an dem Projekt. Freut mich sehr. Viele Grüße auch aus München und ich gehe weiter an. Ich bin der Christoph Stron, einer der beiden Produzenten von Play, von der Subholot Productions und auch von mir, ich kann mich da nur anschließen. Herzliche Glückwünsche an das ID-Team für diese wunderbare Hörfilmfassung, ist wirklich sehr beeindruckend und ja, feiert schön, alles Gute und ich gehe weiter an den Hamid. Ich bin der Hamid Barua, Produzent, Co-Autor von Play. Liebes AD-Team des BR, ihr habt die Adele für Play sowas von verdient. Und vielen Dank an die Jury, an den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband für diese Auszeichnung für Play. Und überhaupt, Film entsteht im Kopf und zwar für alle Menschen. Daher feiert es und cool und habt viel Spaß heute. Tschüss. Ciao, vielen Dank. Gratulation. Bye. 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 Tschüss. Bye. 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 Ciao. Ich mache jetzt Schluss hier.